Ja, AJ, vielen Dank, dass du dir so kurz nach dem Training die Zeit genommen hast. Wie ist die Stimmung auf dem Platz, aber wie ist die Stimmung auch neben dem Platz? Die Stimmung auf wie auch neben dem Platz ist nach wie vor sehr gut. Wir wissen natürlich, worum es in der Rückrunde geht, aber man darf auch nicht den Spaß verlieren, weil sobald man den Spaß und die Freude am Fußball verliert, dann klappt eh nichts. Deswegen sage ich, ist auch wichtig, dass wir die Freude weiter behalten. Ich habe mal nachgeschaut, du hast fast 150 Spiele in der dritten Liga schon absolviert, kennst das Ganze also in- und auswendig. Worauf kommt es in der Liga, aber vielleicht auch gerade jetzt zum Neujahrsstart dann für uns an? Ich glaube, das ist wie in der ersten, zweiten, sowohl auch in der dritten Liga ist immer das Gleiche, dass man gut in die Rückrunde starten muss. Jeder Punkt zählt, wir wissen es am besten und ja, also erste Linie zählt natürlich immer kämpfen und zwei Kämpfe gewinnen und der Rest kommt hoffentlich von selbst. Was hast du dir da persönlich dann für die Rückrunde vorgenommen? Ja, nach wie vor dem Team zu helfen. In der Hinrunde war es noch nicht optimal. Ich denke, in der Rückrunde kann da schon noch mehr kommen und ja, natürlich ein paar mehr Scorer und ja, einfach gute Leistung. Was erwartet uns dann am Freitagabend in Hannover gegen Havelse? In Havelse wird uns ein sehr zweikampfbetontes Spiel erwarten. Ich glaube, das wird hoffentlich kein Hin und Her, sondern dass wir das Spiel bestimmen werden. Und ja, die haben sich auch noch nicht aufgegeben. Und ja, deswegen denke ich, zwei Teams, die kämpfen und einfach Gas geben.